menschliche Ausscheidungen. Das Natürlichste auf der Welt. Aber das Unangenehmste im Wohnmobil. Ja, halt wenn man eine Kassette hat und die dann laufend leerer sollte. Ja, Trenntoilette gibt's. Es gibt viele Alternativen, die aber alle nichts für uns sind. Heute schauen wir uns eine weitere Alternative an, die uns auch von Nutzern empfohlen wurde. Ja, schon nettes ja. Bild hier, ha? Und da zeigen wir euch alles. Also die Nahrungsaufnahme müsst ihr selber durchführen. Aber was nach der Nahrungsaufnahme bis kurz vorm Ausscheidungsprozess passiert, das zeigen wir euch jetzt hier ganz detailliert. So, der Daniel zeigt uns das jetzt. Jawohl, genau. Danke dir vielmals. Es freut mich auch für das Interesse. Jetzt habt ihr die Toilette hier. Jetzt sieht man im ersten Moment mal, das sieht nach Toilette aus, aber wie du richtigerweise gefragt hast, was ist denn da drin? Und das Rad haben wir nicht neu erfunden, wir haben es nur ein bisschen besser gemacht. Wir haben eigentlich das Grundprinzip von einer Verschweißmaschine in der Toilette rein. So. Was ganz wichtig ist, alles was ihr hier seht, alles kommt aus der Schweiz. Da sind wir nämlich sehr stolz drauf und es zeigt auch oder das stellt sicher, dass die Qualität in jedem einzelnen Teil auch gegeben ist. Teuer. Ja. Schweiz ist teuer. Ja, das stimmt allerdings. Aber gut. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. So, vom Prinzip her, vom Aufbau, wir haben hier ein drehbares System. Ihr seht es hier auf dem Rundsockel. Wir zeigen euch nachher noch, wie das mit dem L-Sockel ausschaut, weil das ist zur modularen Nachrüstung. Ihr habt hier einen Deckel, der ist mit Softclose. Hier drin seht ihr den Toilettenraum, der quasi mit Folie ausgekleidet wird. Die Toilette ist aus ABS, also ist ein medizinischer Kunststoff, sehr stabil. Du bist vorhin schon mal drauf gesessen, das hält dich auch bei geschlossenem Deckel, also das ist kein Problem. Und ist auch einfach zu reinigen, das heißt, ihr braucht kein spezielles Reinigungsmittel, ihr könnt da mit jedem Haushaltsreiniger drüber. So, den Deckel nimmt man ab, indem ihr hier hinten drauf drückt und das Ganze einfach weghebt. Und dann seht ihr mal, was da drin ist. Diese Folie, die ihr hier seht, das ist eigentlich auch das Grundmaterial, also das Trägermaterial. Jetzt nehme ich einmal diesen kompletten Packen raus. Und jetzt sieht man auch schon, hier haben wir so eine weiße, wir nennen das Kassette, also das ist einfach ein Träger, auf den diese Folie aufgezogen wird. Jetzt haben wir hier, so kommt diese Folie in so einem Packen und da sind zwei vakuumierte Beutel drin. Wir nennen das Liner. Aus einem so einem vakuumierten Beutel kriegt er im Durchschnitt genau 40 Toilettengänge raus. Man zieht die raus und dann habt ihr einen Folienring. Und auch diesen Ring, das ist eigentlich ursprünglich mal ein Folienschlauch, also quasi ein Endlosschlauch und wir falten den bei uns. Wir konfektionieren den und diesen Folienring, den zieht ihr hier auf und dann steckt ihr quasi das lose Ende einmal durch und dann sieht es schon so ähnlich aus wie eine Toilettenschüssel und dann wird das eingesetzt und dann macht es die erste Schweißung. Da könnt ihr quasi, wenn das einmal eingesetzt ist, 30, 40, 50 Toilettengänge je nach Beutelgröße automatisch generieren. Also im Prinzip alle 3, 4, 5 Tage muss das erneuert werden. Genau, das hängt ein bisschen vom Nutzungsverhalten ab, also wie oft ihr geht, wie viel Beutel ihr benutzt, ob ihr mehrmals. Oder ob ihr die Alternativen, die dann noch kommen, benutzen. Genau, richtig. Genau, den Urinbehälter, das schauen wir uns nachher auch an. Und wenn ihr im Endeffekt hier reinguckt, jeder, der schon mal eine Verschweißanlage bedient hat, egal für Lebensmittel, der wird sich hier oder wird hier Dinge wiedererkennen. Ja. Also hier ist Teflon beschichtet. Richtig. Hier ist dieser Schweißdraht, genau, der dann erhitzt wird. Hier ist Teflon beschichtet, damit die Folie nicht haften bleibt. Exakt. Und da wird sie dann runter transportiert. Genau, so ist es. Also besser hätte ich es nicht erklären können. Ja, ich habe schon gelernt dazu. Ja. Wir suchen noch gute Leute. Bin zu alt dazu. Na, zu alt für Toiletten ist mir nie. Ja, zum Nutzen natürlich das nicht. Auch ja. Wieder. So, und der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, das gibt es in verschiedenen Größen, wird es dann benutzt, die Folie. Genau. Ja, die wird also dann heruntergefahren und jetzt erklärst du vielleicht noch, wie das ist, weil man hat ja auch manchmal etwas Darmprobleme und dann ist das Ganze etwas breit gefächerter. Bleiben da Rückstände zurück oder nicht? Jetzt zeige ich euch, wie das, wenn man das hier einsetzt, wie die unterschiedlichen Beutelgrößen gedacht sind. Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Genau. Dann nehme ich dann auch den speziellen Deckel für die Leute, die sich nicht entscheiden können und wer am Schweißen auch noch was nachschütten wollen. Ja. Na, das ist nur zum Zeigen. Also das Loch ist jetzt nur da, damit man das leichter demonstrieren kann, so natürlich. Ist es, genau. So, was ihr jetzt hier seht, ist einmal der komplette Folienraum, der bei uns die Schüssel nachbildet. Jetzt kommen wir aus dem Medizinbereich. Und da ist natürlich der Anspruch, dass wenn jemand auf die Toilette geht, dass der Toilettenraum für den Nächsten, der auf die Toilette geht, absolut hygienisch sauber ist. Deshalb sagen wir, das große Geschäft,
tauscht uns einmal den kompletten Folienrahmen aus. Also alles an Folie wird unterhalb der Schweißebene transportiert und wird hermetisch versiegelt. Das heißt, es bleiben, selbst wenn jemand jetzt mal Durchfall oder so hat, dann bleiben da keine Rückstände in dem Raum für den nächsten übrig. Überhaupt gar nichts. Absolut hygienisch, schon allein aus dem Grund, ihr kommt aus dem Krankenhausbereich, genau, und da könnte ja ein Patient gewesen sein, der praktisch Infektionen oder sonst was hat. Also auch, es ist also nicht nur sauber, sondern auch hygienisch sauber, ja. Man muss aber auch dazu sagen, das haben wir im Caravaning gelernt, die wenigsten, weil es gehen ja immer, sagen wir mal, die gleichen Leute oder in der Familie, geht man auf die Toilette, da ist es wirklich notwendig, dass man immer den großen Beutel macht. So, ja. Wie gesagt, wenn man Magen-Darm hat, absolut hilfreich, weil man muss sich keine Gedanken machen über Kontaminierung, aber in der Regel ist es so, dass der kleine und der extra kleine Beutel vollkommen ausreichen. Und auch da haben wir einen Infektionsschutz, weil wenn ihr euch das mal anschaut, selbst wenn hier im oberen Bereich noch irgendwas an Flüssigkeit sein soll, ja. Das System fördert die Folie nach unten. Das heißt, die Flüssigkeit hängt dann hier unten. Ja, und auch da kommt er nicht damit in Berührung. Ja, ja. Jetzt zeige ich euch mal, wie das von der Benutzung ist. Und das ist nämlich recht einfach. Ihr seht hier einmal, jetzt ist der Deckel auf. Das ist nämlich auch wichtig. Wenn der Deckel zu ist, dann lässt sie sich betreiben. Dann zeigt sie mir die restlichen, noch verbleibenden großen Toilettengänge an, die ich produzieren kann. Auch wenn die Schublade auf ist, geht es nicht. Deckel auf, zeigt sie mir an, kann ich nicht bedienen. Es ist deshalb wichtig, dass nicht neugierige kleinere Menschen während des Betriebs reinfassen und sich da eventuell verletzen könnten. So, jetzt seht ihr hier klein und groß. Das ist eigentlich wie bei der Toilettenspülung zu Hause. Klein fürs kleine Geschäft, groß fürs große Geschäft. Ja. Und wir haben zwei Betriebsmodi. Nummer eins, wenn ihr nur auf den kleinen oder den großen Knopf drückt, dann wird ein Beutel vom anderen über eine Schweißnaht separiert. Also das heißt, dann wird nur geschweißt. Und nach drei Beuteln wird automatisch abgetrennt. Das heißt, ich mache eine kleine Kette, die fällt nach unten durch, dann mache ich nochmal eine Kette mit drei Beuteln, die fällt wieder nach unten durch und dann sagt mir mein System, okay, jetzt ist die Schublade voll, einmal entnehmen. Und so eine Kette sieht wie folgt aus. Die Kette haben wir noch nicht da, die Nein. produzieren wir jetzt mal. Da haben wir zwei Einzelbeutel. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel schon mal zwei Beutel, die im Moment leer sind. Und jetzt schauen wir mal rein, jetzt zeige ich euch mal die Kette oder du darfst mal drücken. Drück doch einfach mal auf den kleinen Knopf, dann siehst du, wie einfach das geht. Einfach nur auf klein. Genau. Und jetzt könnt ihr reinschauen. Jetzt fährt diese Schweißeinheit zusammen. Und ich habe euch gesagt, da gibt es eine Transporteinheit, die greift sich jetzt die Folie und transportiert die ein Stück nach unten. Und jetzt taucht der Schweißdraht ineinander ein. Das müsst ihr euch vorstellen, wir arbeiten da drin mit einem Kniehebel. Kniehebel ist ein bisschen kryptisch, aber das ist wie ein Armgelenk. Ja? Wenn das Armgelenk nicht ausgestreckt ist, dann habt ihr da relativ wenig Kraftübertragung. Aber wenn ihr den Arm sauber ausstreckt, dann kriegt ihr sehr viel Kraft drauf. Ja. Das ist deshalb wichtig, weil in dem Bereich hier haben wir bis zu 18 Schichten Folie übereinander. Und wir müssen sicherstellen, dass es egal, ob es 18 oder 2 Schichten sind, dass es überall sauber durchgeschweißt ist. Weil jeder, der schon mal mit einem Vakuumiergerät gearbeitet hat, weiß, wenn es eine Schicht Folie zu viel ist, dann wird es nicht dicht. Ja. Aber das passiert bei uns nicht. Das ist auch ein bisschen, sagen wir mal, das, wo wir die Entwicklungskompetenz haben, dass wir diese Verschweißung sicher durchführen. Jetzt ist der Schweißvorgang beendet und jetzt wird es nach unten gezogen. Jetzt bereitet ihr den nächsten Toilettengang vor. Jetzt seht ihr, wie die Folie leicht angesaugt wird. Da geht hinten ein Lüfter an, der erzeugt einen Unterdruck im System. Jetzt fährt diese Einheit nach außen und jetzt wird quasi der nächste Toilettengang vorbereitet. Also so sieht dann aus, so sieht die neue Situation aus, wenn es der nächste auf die Toilette geht. Normalerweise ist es noch ein bisschen gespannter, weil ihr habt jetzt unten einen Beutel hängen, da ist jetzt nur kein Material drin. Normalerweise zieht es das noch etwas nach unten. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, jetzt hast du ja eine Verschweißung gemacht, also eine Kette. Ja. Die kann ich jetzt unten nicht aus der Schublade nehmen. Die hängt noch am Beutel dran. Das seht ihr hier. Ja. Das soll sie aber auch. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal zum Zeigen den Deckel ab und zeige euch, wie dieser Beutel hier dran hängt. Und der ist jetzt absolut dicht, der da kann nichts mehr zurücklaufen. Der ist absolut dicht. Wir machen das gleich mal noch mit Wasser, dann seht ihr das auch. So, und jetzt siehst du hier, das ist ein kleiner Beutel, aber der ist schon sehr groß. Ja. Der reicht also problemlos auch fürs große Geschäft. Das ist das an Rückmeldung, was wir bekommen haben. Und von den großen kriegt er 38 Stücke. Und wenn in eine Folie. Genau. Wenn er die kleine noch mit dazu macht, das kleine Geschäft, dann kriegt er in Summe noch mehr. Ja. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt zeige ich euch hier eine Kleinigkeit. Und zwar füllen wir da mal Wasser ein. So, jetzt mache ich die Schublade wieder rein. Jetzt füllen wir da mal Wasser rein. Ganz kurz. Und nutzen auch den Absorber. Der Absorber hat den Effekt, also das ist nichts anderes als das Material, was auch in Babywindeln mit drin ist. Wenn man diesen Absorber reinschmeißt, dann macht er nichts anderes, als dass er Flüssigkeit bindet.
So, das dauert 2, 3, 4 Minuten, bis er das macht, aber ich leere das jetzt hier mal rein, dass ihr das seht. Diese Milchsäurefolie, die da drum rum ist, das ist nichts anderes als bei den Spülmaschinentabs und ihr seht, die löst sich jetzt schon auf. Ja. Also es geht wahnsinnig schnell. Mhm. So, und das hat den Effekt, das gucken wir uns nachher mal beim Beutel an, wie der ausschaut, es hat den großen Vorteil, dass der Geruch gebunden wird und ihr habt keine Flüssigkeit mehr vorliegen. Also das heißt, wenn ihr nachts auch mehrmals auf die Toilette müsst, könnt ihr diesen Absorber reinschmeißen. Man hört nichts und man riecht nichts. Und man muss nicht jedes Mal einen einzelnen Beutel verschmeißen. Also es ist im Prinzip wie eine Windel, ja? Oder exakt. So genau. Wird es jetzt als fest eingesaugt, ja? Genau. Oder verfestigt, ja? Genau. Und man kann es dann ganz einfach überall in jeder Mülltonne entsorgen, richtig, so wie man eben auch Babywindeln zum genau. Beispiel und sagt. Und hier habt ihr ja den großen Vorteil, die Folie per se ist ja sowieso schon geruchsdicht, also man riecht nichts durch, aber auch wenn ihr einen Absorber reinschmeißt und jemand sollte irgendwie was Scharfes in den Mülleimer schmeißen und die Folie wird aufgeschnitten, dann kommt nichts an Flüssigkeit. Ja, und es riecht auch nichts. Es riecht nichts. Ja. Wie gesagt, ich zeige euch mal, wie das ausschaut, wenn wir 400 Milliliter Flüssigkeit mit so einem Absorber quasi beaufschlagen, da fließt nichts mehr. Deshalb, es kommt auch nicht raus. Das gucken wir uns nachher an. So, und jetzt könnt ihr auch hier ganz einfach einen Beutel machen und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Beutel, dass ihr den Unterschied seht zwischen groß und ganz klein. Und zum ganz kleinen drücke ich einfach nur zweimal hintereinander auf den kleinen. Einmal, zweimal. Und jetzt geht der gleiche Prozess wie vorher los. Das Ganze fährt zusammen, transportiert nach unten und verschweißt. Und jetzt würde ich euch gerne mal mitnehmen an die andere Toilette, dass wir parallel uns den Flüssigeinsatz anschauen. Ja, also lassen wir erst einmal den Schweißvorgang zu Ende gehen und sehen dann das Ergebnis. Was auch wichtig ist vom Stromverbrauch, wir haben einen relativ geringen Stromverbrauch, weil wir arbeiten zwar mit einem hohen Spitzenstrom, aber wir gehen nur für ein paar Millisekunden auf diese Stromspitze und warten eigentlich 80% der Zeit, dass sich das ganze System abkühlen kann. Abkühlen, ja, ist schon klar. Die Stromleitung, die man jetzt zur Toilette verlegt hat, durch den Spülvorgang, langt das Kabel aus? Oder? Das langt nicht aus. Da habt ihr 1,5 Quadrat normalerweise, wir brauchen aber 10 Quadrat. Also das heißt, es muss von der Aufbaubatterie tatsächlich nochmal ein Kabel mit einem größeren Querschnitt verlegt werden. Aha. Ja. Aber der Fachmann würde es machen können? Auf jeden Fall. So, ja. Und jetzt habt ihr hier, wie gesagt, nochmal einen Beutel verschweißt. Jetzt seht ihr hier wieder den neuen Toilettengang für den nächsten. Jetzt nehmen wir das Ganze nochmal raus. Jetzt seht ihr den Vergleich hier einmal einen großen Beutel ganz unten und den kleinen Beutel und das ist die Flüssigkeit hier. Das ist jetzt die Flüssigkeit, die wir gerade reingetan haben und die ist jetzt, wenn man hinlangt, ganz fest, weil eben dieser Absorber drinnen ist. Ja? Und ihr seht auch bei dem extra kleinen Beutel, ihr habt da noch wahnsinnig viel Raum für Flüssigkeit. Ja, also das ist so, das ist bei weitem nicht ausgereizt. Ja, also es wäre eigentlich schade, nur noch einem Mal zu spülen. Ja, ja. Und es ist jetzt eine sogenannte Kette. Genau. Und die kann ich jetzt dann irgendwann lösen, diese Kette, also, und kann dann diese Beutel entsorgen, wenn die Möglichkeit, zum Beispiel ein Abfalleimer oder sonst was da ist. Genau. Wir werden jetzt hier, ich mache einfach nur mal einen dritten Beutel in der Kette und dann sieht man, dass das automatisch abgetrennt wird. Also das macht er jetzt vollkommen von allein. Es dauert, wie gesagt, ein bisschen länger, weil so eine Trennung dauert 3 Minuten, weil wir schweißen zweimal und gehen dann in die Mitte mit der Trennung. Aber dann seht ihr auch diese finale Kette und da können wir uns währenddessen schon mal den Urineinsatz einschauen. So, das läuft jetzt vor sich hin. Jawohl. Und dann gehen wir mal zu der Toilette hier. Ich möchte, bevor wir den Urineinsatz zeigen, nochmal diese Möglichkeit, wie baut man in eine ganz normale alte Tedford-Kassette, wie baut man die um? Man hat jetzt, schaust mal bitte hier, ich habe mal diese Klappe. Magst du mir kurz wie sie die meisten Wohnmobile kennen. Das ist die Außenklappe. Und die ist hier nur zur Demonstration angebracht, hat keine Funktion mehr. Hat keine Funktion. Ja, hier war also eine alte Tedford-Kassette oder eine alte Tedford-Toilette gesessen. Und jetzt, wenn du mal rumgehst, hier auf dieses Modul kommt dann die neue. Und man setzt die einfach hier 1:1 an und kann sie dann auch drehen, wie man sie haben möchte. Genau. Wie du schon richtig gesagt hast, der Grundriss ist derselbe. Das heißt, egal ob es eine C220-Baureihe ist oder eine C260 von Tedford, wir haben den Grundriss von unserem System 1:1 so ausgewählt. Aha. Und der Rücken, den ihr hier seht bei dem Adapter, der hat den Effekt, dass die Öffnung von innen zur Außenwand hin abgeriegelt wird. Ja. Das heißt, ihr habt quasi auch einen zusätzlichen Stauraum dann dazwischen. Minimal. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dieser L-Adapter, der hier unten verbaut ist, wieder ausschaut. Weil wenn das auf dem Boden steht, dann habt ihr die gleiche Situation wie hier. Jetzt gibt es aber auch die Fahrzeuge oder die Toiletten, die in der Duschwanne eingelassen sind, also in der Duschtasse drin sind. Aha. Haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Jetzt haben wir hier an der Seite eine Blende, die kann man ganz einfach wegnehmen.
So, und jetzt seht ihr, jetzt taucht das ganze System in die Duschwanne ein. Mhm. Und zwar genau um den Abstand von der Tedford-Toilette. Das heißt, auch dann wird es sauber aufsitzen. Und der Markus, ihr habt das Fahrzeug von ihm ja schon gesehen, vom Fan4Van, der hat genau das. Da kommt die Blende weg, Aha. Das geht in die Duschtasse rein. Weil die Toilette in der Duschtasse richtig, drin sitzt, exakt. Ja. Und so haben wir quasi mit dem Adapter wirklich eine modulare Umbaumöglichkeit geboten. Wie gesagt, die Kabel müssen gelegt werden. Und was auch wichtig ist, das sagen wir immer viel zu wenig, das Wasser muss ja stillgelegt werden, weil man braucht keins mehr. Ja, natürlich. Es gibt den einen oder anderen Kunden, der sich dann aus der Serviceklappe heraus eine Außendusche macht. Da ist jedem die kreative Freiheit gegeben. Okay. Aber da kann man machen, was man will. Genau. Aha. Und das, wie du sagtest, von der Nachrüstbarkeit ist es sehr einfach. Es ist sogar noch so, das Display bei der C260er Baureihe ist es 1:1 dasselbe vom Ausschnitt. Das heißt, es kann eingesetzt werden. Bei der C220er Baureihe muss die Öffnung etwas vergrößern werden. Mhm. So, und jetzt haben wir tatsächlich aufgrund, weil wir das letztes Jahr ja vorgestellt haben und es kamen sehr viele gute Rückmeldungen, unter anderem auch die Frage, selbst wenn ich das Urin sammeln kann im Beutel, muss ich die Flüssigkeit denn überhaupt einschweißen? Und den Ball haben wir aufgenommen und haben uns dann ein bisschen Gedanken gemacht und haben eigentlich nichts anderes als einen Urinbehälter, also eigentlich die Tupperware für unsere Toilette entwickelt. Vom Prinzip her wahnsinnig einfach, wir haben Behälter, der 1,8 Liter Flüssigkeit fasst. Und wir haben hier oben einen Deckel, der gleichzeitig auch als Zulauf fungiert. So. Bei der Tupperware haben wir uns deshalb orientiert, weil im Endeffekt das Ganze über so eine Presspassung sitzt. Und wir können hier über einen Hebel das Ganze einfach abheben. Und dann sieht man, hier ist der Behälter, in den die Flüssigkeit reinkommt. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich kann das auch immer in der Toilette lassen. Ich habe hier vorne eine Nase, hier hinten einen Griff. Ich setze das Ganze ein. Diese Nase kommt unter den Toilettendeckel. Dann lege ich den Bügel um. Und jetzt kannst du gerne mal schauen, wie fest das drin sitzt. Jawohl. Da passiert auch während der Fahrt nichts. So, und jetzt schütten wir da mal ein bisschen Wasser rein, dass ihr auch seht, wie das denn vom Fließverhalten ist. Weil hier haben wir den Vorteil, verglichen mit diesen ganzen Trenneinsätzen auch, die Oberfläche ist viel größer. Das heißt, man muss weniger zielen. Für Kinder und Frauen deshalb auch wesentlich besser geeignet. Jetzt schütte ich mal relativ viel Flüssigkeit. In diesem Volumen wird das in der Regel nicht vorkommen. Aber ihr seht, es fließt sehr schnell ab. Und es spritzt nirgendwo raus. Und das ist eigentlich die Krux an dem Ganzen. Man muss hier dazu sagen, das ist noch ein 3D-gedrucktes Teil. Später wird es aus dem gleichen Material wie die Toilette sein, also auch ABS. Die Oberfläche ist poliert, es fließt uns sauber ab und wir haben keine Rückstände mehr. Und zum Entnehmen ist es genauso einfach. Bügel hoch, das ganze System einfach ein bisschen nach hinten ziehen. Man kann es rausnehmen. Ohne einen Beutel benutzt zu haben, kann man dann mehrere Toilettengänge entsorgen. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch was einwerfen, dass das Schweizer Qualität ist und dass die Leute mitgedacht haben. Sieht man nämlich auch an einem anderen Punkt. Wenn ihr eure Toilette bei der Tedford-Toilette mal ein bisschen schräg stellt, dann kippt die zu, hier nicht. Genau. Die kommt hier nicht entgegen, die steht hier absolut frei. Und dann ist ein Soft-Close dabei. Das kennen wir nämlich von den Tedford-Toiletten auch nicht. Das ist ganz wichtig, man möchte nicht, dass der Deckel klatscht. Ja. Also Fahrzeug. Das ist nicht irgendein billiges Folienzeug, was hier gemacht wird, wo eine Notlösung stattfindet, sondern das ist hier richtig aufwendig, medizinisch, hygienisch. Exakt. Aufbereitet, was auch in Kliniken vom System her Verwendung findet und Verwendung finden kann. Genau so ist es. Und da haben wir uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Und wichtig ist tatsächlich, alles das, was wir produzieren, kommt aus der Schweiz. Mhm. Von der Entleerung zeige ich euch jetzt hier mal auch ganz einfach. Wir drücken vorne drauf. So, und idealerweise macht ihr das in ein Klo, nicht in eine Wasserflasche. Aber hier sieht man mal, wie einfach das geht. Ja. Und auch hier, ihr könnt ganz einfach einmal durchwischen oder das Ganze mit Wasser umschwenken und dann ist es sauber. Das war jetzt dazu, im Prinzip. Behälter einsetzen. Das war jetzt im Prinzip das ganze Programm. Genau, richtig. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Ja. Es kommt aus der Schweiz. Es ist nicht billig. Es ist dabei viel Entwicklungsarbeit natürlich. Was kostet der ganze. Was glaubst du denn, was er kostet? Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich schätze zwar, die Toilette kostet 1500 bis 2000 Euro. Und ich schätze, dass ein Folienpack für 40 Anwendungen wird kosten 15 Euro. Tatsächlich darf ich dich ja in die positive Richtung korrigieren. Die Toilette kostet 1250 Euro und der Toilettenpack für 40 Gänge kostet 12,50 Euro. Also das heißt, der Doppelpack 25 Euro. Also für 40 Toilettengänge alle 4 Tage ungefähr, 3 bis 5 Tage, kostet 12,50 Euro. Genau.
Und dann kann man sich ja einen Vorrat zulegen. Der Absorber, was kostet der Absorber? Der kosten 20 Beutel 3,50 Euro. Das heißt, da sind wir bei 17 Cent. Es ist also immer noch günstiger, als wenn man alle zwei nach die Kassette entleert und dafür beim Entsorgungsstation 5 Euro bezahlt, was ja immer noch eine humane Art und Weise ist. Und vor allen Dingen beim Kassettenausleeren, da benötigt man Kraft. Da zieht man seine Kassette den ganzen Weg hinter sich. Das ist alles viel angenehmer, viel sauberer. Absolut. Und absolut hygienisch. Und es ist ja so eine Sache, man kann immer selber auch diesen Kostenfaktor insofern treiben. Wir sagen ja, es kommen 40 Beutel raus aus so einem Folienliner. Wenn ich jetzt zweimal in einen Beutel gehe über Nacht, dann habe ich ja mehr als 40 Toilettengänge. Ja. Das heißt, wenn ich auf den Toilettengang runterrechne, dann werden die Kosten sogar nochmal reduziert. Der Markus hat mal was in den Raum geschmissen, dass er ca. 60 Toilettengänge pro Liner schafft, also bei 40 Beuteln. Und wenn wir mit dem Einsatz hier arbeiten, das ist ja oder mit dem Absorber, dann reduziere ich meine Kosten exorbitant. Ja, das heißt also, man kann auch, wenn man nachts auf die Toilette geht, den Absorber reinstecken. Genau. Ja, und dann ist es sauber, dann ist dann kein Dreck, da kommt man auch nicht in Berührung. Genau, da so können also ohne weiteres auch mal zwei, drei Leute hintereinander auf die Toilette gehen, ohne dass es stinkt und ohne dass man in Berührung mit den Fäkalien von einer anderen Person kommt. So ist es. Ja? So lange, bis der Beutel voll ist. Also, wir können nicht alles erklären, aber ich hoffe, wir konnten vieles erklären. Mir ist vieles jetzt klar. Ich danke dir auch recht herzlich dafür. Ich danke für das Interesse und die Zeit. Ja. Und ich muss sagen, also die Ursi kann jetzt nicht sprechen, ist nämlich hinter der Kamera, aber ich bin begeistert davon. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wo hier eine neue Anwendung stattfinden wird. Dankeschön, Daniel. Lieben gerne. Und noch viel Erfolg gerne auf der Messe. Merci, ja. Also noch eine gute Messe. Danke fürs Halle 13, Stand A57. Der Daniel begrüßt euch sehr gerne. Lieben gerne.